Danke. Flamingos noch mal richtig gut sehen, ne? Dann
die wieder zugehen. Mit den Fischen. Ja. Könnt ja guten Morgen schreien. Ihr müsst das laut sagen, guten Morgen. Guck mal, macht der Salzwasser. Ich hätte mir mal Gummistiefel essen sollen. Ne? Die guten Karten wissen alle, wie sie sind. Also, wenn er noch das
Ne? Der Milo, der ist 15 Jahre alt und ist jetzt nach München zu uns gekommen. Der ist gerade hinter den Kulissen, der kommt wahrscheinlich gleich wieder raus. Das ist immer so ein bisschen tagesformabhängig. Gerade ist die Kuba nämlich auch noch drin. Die kann auch rein und raus, wenn sie möchte, aber sie möchte auch gerade nicht, weil sie mit ihrem Jungchen nämlich gerade drin ist. Und deswegen ist der Milo nämlich auch gerade da. Nämlich dein Lieblingsweibchen zur Zeit und deswegen, kurz nachdem die Jungchen geboren sind, fängt bei den Seelöffeln nämlich die Paarungszeit direkt an. Und das hört man auch die ganze Zeit vielleicht zwischendurch, wenn man nochmal so beilauft, dann hört ihr wahrscheinlich gut. Das ist sowas, wir wissen an wie so ein Rülpsen, das ist nicht der Paarungsruf. Und der Paarungsruf bei den Seelöwen wollen. Genau, das hört man heute nämlich schon ziemlich oft. Ja, was ich jetzt hier gerade versuche zu machen, das ist einmal, dass die Mieke ihren Kopf in dieser Salzwanne reinhält, da ist nämlich Salzwasser drin, also das Kohlewasser. Das dient aber dazu, dass die Augen ein bisschen spiegeln. Wir haben zwar hier im Hauptbecken auch ein bisschen Salz drin, aber nicht so viel wie im Meer. So, jetzt habe ich aber das Kommando. Ich sitze da oben, ne? Ich warte da. Schon mal da drin. Ich gucke durch das Gefühl, ja? Genau, unsere Seelöwen kennen das alle, also unsere erwachsenen Seelöwen kennen das alle, was sie dann auch genau machen sollen. Ja, wenn man sich den Seelöwen mal so anguckt, sieht man, das sieht ein bisschen nackig aus, sag ich mal. Im trockenen Zustand sieht so ein Seelöwe ganz anders aus. Dann stellt sich das Fell halt so ein bisschen aus. Im nassen Zustand sieht das aus wie so ein Neoprenanzug. Wenn man gegen den Strich streicht, sieht man auch, dass es wirklich alles Fell ist. Also bis auf die Flossen haben die wirklich überall Fell. Ja, die kalifornischen Seelöwen gehören zu den sogenannten Ohrenrock. Die erkennt man daran, dass sie außen die Ohrmuscheln haben. Also diese kleinen Öhrchen links und rechts am Kopf. Ja, die andere Familie, die Hutsohren, nämlich nicht. Die haben nur so ein kleines Löchlein links und rechts im Kopf. Und so kennen wir halt einen Ohrenrobben. Ein Vertreter der Hutsohren, den kennen bestimmt auch viele, das ist der Seehund, der kommt an der Nordseeküste vor. Der bewegt sich auch ganz anders fort, weil die können nämlich in dem Sinne nicht laufen wie die Seelöwen hier, sondern wirklich nur robben. Also die Seelöwen können wirklich die Flossen unter den Körper stellen, wie die Nike das gerade einmal zeigt, kann sie gerade richtig klettern, das können wir an Seehund zum Beispiel nicht. Ja, die Niki weiß auch ganz genau, was sie machen soll. Sie ist ein sehr sportlicher Seelöwe, also diese Sprünge und sowas macht sie unheimlich gerne. Das haben wir ihr auch nicht gezeigt, das machen die Seelöwen in der Natur auch. Die ihren Fressfeinden zum Beispiel zu entkommen, die Okas und die weißen Haie zum Beispiel. Der haben das dann nur in Verbindung mit einem Kommando, das heißt auch ein Kommando. Die alle anderen Sachen auch nehmen. Also dieses Training, das baut natürlich erstmal auf Vertrauen und Pflege auf. Da kriegen sie natürlich auch einen guten Wohnung, also die Tiere im Wohnung bei uns nicht. Die machen das wirklich alles freiwillig. Also wenn die Tiere keine Lust haben, wir fünf Fütterungen am Tag. Wir haben zwei Trainingseinheiten, also die wir auch mit den kommentieren. Und dann noch drei weitere, wo die Tiere dann einfach so Fisch kriegen. Ich meine, nee, du wirst dich hinlegen. Ja, bei Niki ist das immer ganz spektakulär, dass sie sich auch mal kurz hinlegen muss, weil die hibbelige, sehr aufgeregte Seele, das ist schon bei ihr eine große Kunst, weil im Moment einfach inne zu halten, das ist nicht so. Also das ist bei ihr tatsächlich wirklich die schwierigste Übung. Alles andere funktioniert immer super, aber das ist immer so. Gerade wenn sie bei den anderen Seelöwenweibchen da drüben auch warten muss und so, und das nicht kriegt, weil ich erstens dran, das ist natürlich immer so ein gewünschtes Thema oder was? Kannst du auch was fangen? Wow. Wunderbar.
haben jetzt hier ein Becken mit 250.000 Liter Wasser drin. Da drüben auf der anderen Seite ist ja das alte Eisbärbecken. Das können die nämlich jetzt auch endlich schon mitbenutzen. Drei Infinitäten geboren worden, also die zwei, die dahinten waren, die kleineren, die sind jetzt 4 Wochen alt. Und dann haben wir noch das Kind von der Pöbel, das ist jetzt erst 2 Wochen alt. Und die haben, das sind tatsächlich alles männliche Tiere mit 3 kleine Bullen. Mein Ding wurde einmal so schwer, manchmal ist es dann auch schon durch. Möchtest du auch auf dem Arm? Du musst dir deine Dose mal eben kurz machen, Lena. Ah, wie wird das denn? Mini.
Schwarz aus. Alle Pause auf dem Stein. Weiter oder nicht? Ja. Doch, das bist du doch. Schon über der Wasser. Seit 10 Jahren. Ja, stimmt. Und wenn ich die 10. zustehe, wäre es sogar über das Jahr. Ja, das ist ja auch. Musst du so wie du dann haben. Dann lässt du eine Akte. Zum Papa. Ja.
Thank you.
Gestorben, den kann man nicht mehr sehen. Der war schon ganz alt, ne? Du kriegst auch gleich ein Eischen, ne? Wir machen jetzt nochmal auf Mama und Vera. Ein Vanille, ein Twister. Was möchtest du? Nein. Thank you.
kommt ja. Genug. Und man weiß nicht genau, welches die aus Rinder gerne so genug für die. Und auch nicht mal schön. Ja, jetzt wissen wir, wofür du die 5 Euro ausgeben kannst, Jakob.
Thank you.
Gut, ne? Zweiter. Ja, Badetag. Er hat jetzt den Möhre reingeschmissen. Das interessiert ihn jetzt im Moment nicht so. Und auf, guck mal. Der Kleine ist gefallen, hast du gesehen? Graben sie auch alle wieder weg, ne? Ja. Einer steht da. Thank you.
Thank you.
Der Chef ist immer richtig warm. Und der Bauch ist auf uns. Aber es ist doch keine Pflaster. Nein, Pflaster. Aber ja, Kaffee ist sehr schön. Hallo, Nadel. شاري لي باش يحبخ وقت وخارج ها؟ ها؟ وضع ايه شاي هاي غادي فاضا وقت. بسميش طبعا. بسميش مونا خير يا سيدي. مونا بتش مقطر له؟ لا بتش. خوفي الحمد لله. شو سيدي؟ Dort ist es hingekommen. Oh, so nicht. Cool, der bewacht sich sein Ding unter Kind. Das ist schon nicht so, dass man hier abgeben kann.
unter Wasser. Nee, die darf einen Stein mit rausgeben. Nee, die. Guck mal, meinst du, schwimmen auch gerade? Mhm. Normal ist doch warm. Das Kamel, wie das glänzt in der Sonne. Ja, aber wir sind doch auch.